Jo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Brother TV. Ihr könnt schon im Titelbeschreibung und den Thumbnail lesen. Heute haben wir was richtig krasses vor. Ey, das wird zu krank. Freunde, meine Brüder und ich haben heute wirklich was Krankes vor. Und zwar, wenn wir beide pranken, indem wir ihnen sagen werden, dass wir ein Auto für ihn gekauft haben. Was für ein Auto werdet ihr gleich sehen. Von vornherein, folgt uns auf Instagram, denn das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt News, was ihr gar nicht seht. Auf jeden Fall folgen, das ist sehr wichtig. Ich würde sagen, wir holen jetzt die Jungs ab und dann sehen wir uns gleich. Peace. Boom, Freunde, wir sind jetzt hier vor Ort mit unseren Brüdern. Das Auto steht genau neben uns. Das Auto haben wir erstmal hier gesneakt, Freunde. Ey, zu krank, Bruder. Was sagst du dazu? Sag mal. Bruder, zu krank, ne? Ey, Bayram, wir werden dich hochnehmen, Digga. Es ist heute dein Geburtstag, 16. Februar. Digga, vorbei. Was wir mit dir anstellen werden, Digga. Vorbei. Das ist später dein Auto, was wir für dich geholt haben. Und ja, mein Bruder, was sagst du dazu? Krank. Es wird zu krank, ne? Es wird zu wild. Bruder, ich kann euch sagen, Bruder, er wird uns auf jeden Fall hassen, Bruder. Yo. Er wird uns hassen. Wenn dieses Video nicht in die Luft springt, dann weiß ich auch nicht. Ja, Mann. Keine Ahnung, teilt das Video, gebt einen Daumen nach oben, abonniert, das wird einfach zu krank. Wie gesagt, das Auto haben wir jetzt hier. Wir haben jetzt auch so eine Überdeckung, was wir auf das Auto drauflegen werden, wo man erstmal das Auto nicht sehen wird. Die Abdeckung wegziehen und ja, dann wird er erstmal dieses Prachtstück hier sehen. Das sieht auf jeden Fall zu heftig aus, Bruder. Digga, was ein Hintern, Digga. Ey, das ist zu heftig, Digga. Ich würde sagen, Freunde, wir begeben jetzt uns auf den Weg und holen das später Bayram ab. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Bis gleich. Peace. Jo, Freunde, wir sind jetzt hier vor Ort, Mann. Wir sind jetzt hier in irgendeinem Supermarkt auf dem Parkplatz. Das Auto steht jetzt hier, Freunde. Der Bruder wird erstmal meinen Bruder abholen, Bayram. Boah, Bruder, ich werde dich gleich abholen. Ja, Mann, Digga. Damit wirst du nicht rechnen. Du hast zu viel hochgenommen, jetzt nehmen wir dich ehrlich, hoch. Ehrlich, Alter, du hast mich so oft geprankt. Ekelhaft war das von dir. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir einfach dich hochnehmen werden. Heute ist, wie gesagt, sein Geburtstag. Und dann, ey, wenn er das Auto sieht, ne? Digga, da denkt er sich, Alter, was? Aber dann, Bruder, so, weißt du, was ich meine? Ja, Bruder. So, das wird zu heftig, Mann. Bruder, das wird zu heftig. Damit wird er gar nicht reagieren, Mann. Gar nicht. Oder nicht, Mann. Gar nicht, ne, Bruder, was sagst du? Krank einfach. Zu krank, ne? Bayram holt dann, und übrigens, der heißt auch Bayram. Mein Bruder heißt auch Bayram, komisch. Der Bayram und der Bayram, ne? Auf jeden Fall Bayram. Du holst jetzt Bayram ab? Ey, der ist ehrlich Bayram, das ist krass. Auf jeden Fall, Freunde, er macht jetzt auf den Weg. Wir chillen dann so lange hier, ne? Wir bleiben so lange hier. Und mach schnell, Bruder, ne? Ja, auf jeden Fall. Tamam. Und wir sehen uns dann, wenn Bayram und Bayram wieder da sind. Ja. Peace, Freunde, wir sehen uns gleich. Da ist er weg. Und da ist er weg. Bayram holt Bayram ab. So wie M&M's. Yo, was geht ab, Leute? Ich bin jetzt vor Bayrams Haustür. Ich hab ja für ihn eine fette Überraschung. Und auf jeden Fall rufe ich den jetzt mal an. Voll der Wichser, Alter. Egal, ich ruf den normal an, auf jeden Fall. Hallo? Ey, Bruder. Ja, was los? Hörst du mich? Was? Hörst du mich? Ich höre dich. Bruder, ich bin auf dem Weg zu dir, mach dich mal fertig. Wie lange brauchst du? Boah, Bruder, Wallah, ich bin gerade am Liegen, Digga. Junge, komm mal her, Mann, ich hab eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Bruder, lass dich überraschen. Ich hab was Fettes für dich. Was? Ich hab was Fettes für dich. Bruder, Wallah, ich hab keinen Bock, Digga. Junge, komm mal raus, was? Junge, ich bin auf dem Weg, Digga, Mann. Ich will keine Überraschung, Bruder, dankeschön. Alles gut, Mann. Ich bin schon auf dem Weg, Bruder. Ich bin jetzt 20 Kilometer gefahren wegen dir. Laber. Ja, normal, Bruder. Ich bin gleich sofort da bei dir, Mann. Ich hab gedrückt die ganze Zeit. Ja, Tom, ich mach mich fertig. Ja, aber ey. Ich bin gleich vor deiner Haustür. Ich geb dir was, du musst deine Augen zumachen, sonst nehme ich dich nicht mit. Ich laber so. Ja, du musst deine Augen gleich zumachen. Warum? Ja, Bruder, ist doch eine Überraschung. Wenn du nicht zumachst, nehme ich dich nicht mit. Egal, was redest du jetzt? Komm, Heidi. Ja, okay, Heidi. Ich gebe ihm das gleich und danach seht ihr, was mit dem passiert. Ja, und jetzt gehe ich zu Bayrams Haustür.
Ich gebe ihm das und danach wird er zerstört. So Leute, ich bin jetzt vor Bayrams Haustür. Ich klingel erstmal kurz. Der soll mal schneller rauskommen, Alter, der Junge. Hey, Bruder. Ja. Los, mach zu, was Junge. Was ist das, Bruder? Bruder, eine fette Überraschung. Bruder, halt, warte, ich geh mal raus. Komm her, Junge. Was hast du jetzt? Mach zu, Mann. Was hast du vor? Siehst du gleich, Mann, mach zu. Was soll ich jetzt machen? Mach deine Augen zu. Ich geh an der Meer, hab Job. Ja. Bruder, Walla, du machst mich gerade richtig, du machst mir Angst, Bruder. Ja, Bruder, komm. Ich sehe aber nichts. Ja, mach zu, ich führ dich, Mann. Erste Stufe. Zweite, komm. Bruder, Walla, ich trau dir nicht, Bruder. Wohin mit dir? Komm, ich mach Bruder. Das ab, Bruder. Komm, Bruder, nein, Walla, nein. Komm. Digga, was ist das für eine Überraschung? Ja, komm, Bruder, setz dich hin. Wohin? Guck mal. Setz dich hin, Junge. Mach dein Bein hoch. Ja, genau. Jetzt? Ja, Bruder, warte. Wir fahren jetzt weg. Darf ich abmachen? Nein, auf keinen Fall. So, Leute, ich hab Bayram jetzt im Auto. Ey, Digga, was hast du mit mir vor? Sag mal jetzt. Siehst du gleich, Baby. Bruder, sag mal bitte, ne? Weil das regt gerade einfach auf. Digga, ich weiß nicht, was machst du mit mir, Digga? Ich dachte, wir gehen ganz normal raus. Ich hab für dich eine fette Überraschung mit den Jungs. Was für eine Überraschung hast du denn? Siehst du einfach gleich, wer vor Ort ist. Ich muss schnell, ich muss beiden die Jungs warten. Die haben mich tausendmal angerufen. Lava. Ja, Mann. Hey, was haben wir vor, Bruder? Sag doch bitte. Schnall dich mal an. Warum? Ja, du bist im Auto. Ich möchte keine Strafe bekommen. Bruder, vergessen, Walla, ich bin gerade voll nervös, ich schwör's. Ja, aber ich hab mich selber nicht angeschnallt. Lava. Ja. Ich muss mich sehr auch anschneiden. Freunde, wir warten jetzt ungefähr 45 Minuten. Digga, wo sind die, Mann? Keine Ahnung, Bro. Digga, wie lange braucht der, Mann? Ey, kannst du ihn anrufen? Hast du schon angerufen, ne? Ja, Bro. Ja. Wir sind jetzt da, Bayram hat seine Augen zuge... Bruder, was machst du da, Digga? Autofahren, du! Ey, ist Bayram da? Ich hab die Zeit, sterben, Bayram. Bruder. Bayram! Was machst du denn hier, Junge? Digga, wir haben eine fette Überraschung für dich. Gib mal deine Hand. Gib mal deine Hand, Junge. Ey, trau ich nicht, Bayram. Denk doch nicht jedes Mal einen Prank. Gib mal deine Hand jetzt. Gib mal deine Hand. Komm mal hier. Überraschungsparty. Du hast Birthday, Junge. Gib mal deine Hand. Junge, du hast Geburtstag. Komm mal hier jetzt. Bruder, wartet. Junge, wer seid ihr, Bruder? Ich seh euch nicht. Musst du nicht sehen, Digga. Du wirst jetzt gleich sehen, was mit dir passiert. Komm mal hier. Auf Steiner, meine Räume, Alter. Was ist los mit dir, Junge? Gib deine Hand hoch. Bruder, Walla, Mehmet, was? Mehmet, klatscht mir keine. Nein, Mann, alles gut. Ja, das kriegst du auch auf jeden Fall. Hör auf, Junge, das hör auf, ich mach gleich raus sonst. So, Freunde. Wo seid ihr, Mann? Ey, hört auf! Was denn, Junge? Freunde, ihr seht das gerade. Zu krank. Zu krank! Einfach anders. Anders. Hier, Bruder. Da unten noch. Da unten noch, Bruder. Was, geh weg, Ollum. Wie redest du? Komm mal hin, Junge. Weg, Junge. Was geh weg, Junge? Ich mach gleich sonst was, geh weg? Junge. Geh, scheiße. Suchst du irgendwie deinen Stolz da unten oder was? Oder wo guckst du da hinten? Ich seh nichts, Junge. Hör auf. Komm her, geh. Hör auf. Freunde, ihr seht es. Zu krank. Wer ist das? Ich bin Simon, Junge. Ich hab Hals, Bruder, Walla bleibt bei mir. Wer hat heute Geburtstag? Ich. Okay, wenn man Geburtstag hat, was bekommt man? Bruder, ich bekomm gar nichts, Digga. Geschenke bekommst du natürlich. Warum bekomm ich Geschenke, Bruder? Ja, siehst du gleich. Keiner, schenk mir was. Ich würde sagen, Bayram. Hä? Bayram, du führst mal Bayram hier. Vorne da vorne hin? Genau. Digga, passt zusammen. Wie M und M's. Schatz. Bruder, ihr wollt mich irgendwie pranken, Walla. Nein, Digga. Nein, Junge. Jetzt, Bayram, tu mal Bayram hier vorne hin. Bayram, weißt du, was du machst? Ja. Du nimmst erstmal deine Binde ab. Darf ich? Nimm mal deine Binde ab. Bleib so, guck mich an, dreh dich nicht um. Bruder, Walla, so blind zu sein ist schon schlimm, Digga. Bayram, guck mich an. Bayram, du darfst dich auf jeden Fall nicht umdrehen. Warum? Ey, ich hab das doch schon gesehen, Junge. Nein, Digga, du bleibst so. Ich hab das schon gesehen. Was hast du denn gesehen? Irgend so ein silbernes Ding, Alter. Ja, silbernes Ding, Bruder, aber dahinter steckt was anderes. Dreh dich um. Dreh dich um, Digga. Mach ab. Was ist das, Digga? Mach ab. Was ist das, Digga? Was ist das, Bayram? Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, Bruder. Mach ab. Bayram, was ist das? Bayram, was ist das, Digga? Was Bruder, haben wir für dich? Ich hab grad Gänsehaut, Bruder. Warte, ich bekomme gerade Tränen, Alter. Das ist das, was ich mir gerade vorstelle. Junge, mach doch weiß ab ich einfach, nicht, Digga. Das ist dein Geburtstag. Bruder, zieh ab. Nein.
Weihnacht? Scheiße. Du hast heute Geburtstag? Der Thema, diese Prank machst, dein Kopf ist nur Prank, Prank, Prank an meiner Augen. Ey, es geht essen, er sagt Prank. Nein, mit ihr Laura. Doch, das ist für dich. Wo ist dein Schlüssel? Wo ist dein Schlüssel? Oder der steckt sogar. Geh mal rein, geh mal rein jetzt, Junge. Warte, Digga. Verstehst du noch? Wie das Auto gehört mir? Digga, du hast Geburtstag. Digga, ihr lauft halt scheiße. Du hast Geburtstag. Warte, du lauft. Geh rein. Guck mal. Ich mach extra für dich an, damit alles vorbereitet ist. Genau. Digga. Nein. Digga. Das gehört nicht mehr, Digga. Ihr lauft. Digga, das ist deins. Du hast ein neues Auto, Junge. Das ist deins. Komm mal da rein, Junge, laber mich nicht dicht. Du kannst sogar von hier aufnehmen. Ja. Bayram. Das ist. Mann, ich hab das Auto, Junge! Ist das Automatik? Ja, das ist dein Baby. Du musst gucken. Du musst dein Auto kennenlernen. Bruder, wallah. Aber erst ruhig, du musst erst wissen. Check. Bruder, allein das Auto, Digga, was für ruhig. Junge, du musst erst die Bremsen abchecken. Das Auto kennst du doch gar nicht. Wie PS hat der? Bruder, ich hab den für dich optimiert. 245 PS. Niemals. Ja, normal. Digga, ihr labert alle Scheiße, wallah. Hier, Bruder, sogar sexy Musik. Ja, wir haben dir extra diesen Wunsch erfüllt, Bruder. Digga, du wolltest immer ein BMW haben und heute ist dein Geburtstag und du kriegst sowas von uns. Ich kann das gar nicht glauben. So, Freunde, das ist Bayrams Prachtstück. Bayram. Sitzeinstände. Ich steh mit dir, sag mal ehrlich. Digga, das ist einfach deine Karre, Junge. Freust du dich? Darf ich einmal drücken? Digga, das ist dein Auto, er sagt, darf ich einmal drücken? Ciao. Ciao. Freunde, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe ihn jetzt aufgenommen, wie er das Auto drückt, damit der mega Gas gibt. Er will jetzt halt das Auto testen, weil er denkt, dass es sein Auto ist angeblich. Freunde, ey, wenn du das wüsstest, Digga. Digga, zu krank, Digga. Und da kommt er wieder mit 200, 300 km und freut sich mega. Was ist das, Digga? Weiter, was ist los, Mann? Guck mal, ich mach noch eine Runde. Bayram, wie fühlst du dich? Willst du nie wieder da aussteigen, ne? Ey, Leute, ne, guck mal, ich sag euch mal eins so. Ich muss sagen, ich hab richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, einfach das Auto gehört mir. Und ich habe mir schon immer so ein Auto gewünscht. Mein Bruder weiß das. Und natürlich hat jeder einmal einen Wunsch, so ein schönes Auto zu fahren. Beziehungsweise jeder will mal so ein schönes Auto fahren. Und ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, Digga. Krass. Krass, ne? Krass, wallah. Einfach für dich. Einfach deins. Jetzt hübscher Junge, sexy Auto. Ja, Mann. Die Frauen. Zwar, Leute, ist Auto nicht alles im Leben, aber wenn man es kann. Kriegst einfach geschenkt. Kriegst einfach so ein fettes Auto. Wer kann, der kann, Bruder. Weißt du, was ich meine? Krass, Alter. Wallah. Zu krank, ne? Okay, Freunde, wir sind jetzt hier wieder hier auf dem Parkplatz. Und ich würde sagen, Eddie Bayram, wir setzen uns erstmal ins Auto rein. Wir haben dann noch eine Überraschung für Bayram. Meinst du? Ja, Mann. Ja, wir haben noch eine Überraschung. Aber nicht. Ja, Mann. Ich würde sagen, Bayram, steigt alle ins Auto. So. Bayram, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Wir haben ja gesagt, dass wir noch eine Überraschung haben. Bruder, das Auto steht ja auch richtig, ne? Ja, Mann. Auf jeden Fall, wir haben noch eine Überraschung für dich. Kam von uns allen. Hier, auch der da hinten. Okay, Bayram, ja. Das ist heute dein Auto, ne? Haben wir für dich gekauft. Und ja. Wir haben gesagt, dass wir noch eine Überraschung für dich haben, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, wenn man träumt, ne? Ja. Wenn man schläft und träumt. Ja. Dann, wenn man aufsteht, war das doch alles nur ein Traum, ne? Ja, was ist das für ein Gefühl? Ja, was ist das? Scheiß Gefühl, ne? Ja. Bruder, ich würde sagen, drück mal auf Kickdown und Bayram, das war nur ein Traum! Der arme Junge, ja. Wie hat das schön, ey, Bruder, fahr mal dahin. Fahr mal auf meine Seite. Yeah. Damit du auf meine Seite kommst. Ey, fahr nicht so. Bleib hier. Bayram. Wie kommst du nach Hause? Digga, das war nur ein Prank. Was denkst du, wir kaufen dir so ein Auto? Hallo, ey. Mehmet, das ist richtig eklig von dir, Junge. Was ist eklig? Junge, ich hab Geburtstag, was machst du auf dem Prank, Junge? Du Scheiße, Digga. Digga, voll der Arme, Alter.
Nimm mal diese Einkaufswagen. Fahr mal da vorne. Fahr mal da vorne. Soll ich was sagen? Warte mal, warte. Nimm mal diese Einkaufswagen. Nimm mal Einkaufswagen. Bei deinem Einkaufswagen steht dir, nimm Einkaufswagen. Ey, hat's kein BW unter deinem Arsch? Hat's nicht ein E60 unter dem Arsch? Ich hab nicht mehr mit euch. Digga, nimm Einkaufswagen, da steht dir mehr. Bei deinem. Ey, hallo. Hallo, ich hab's dir noch gestern mit einem BW gesehen. Ey, Bruder, der ist mies sauer, Digga. Hallo, können wir sie mitnehmen? Ich sehe, sie sind zu Fuß. Digga, ihr habt mal ein bisschen was. Wisst ihr, was ihr mit meinem Herz gemacht habt, Junge? Halt die Schnauze. Das ist richtig eklig, Digga. Nur du Scheiße, Digga. Heide, ne? Kauf dir mal ein Fahrrad, bist schneller zu Hause. Digga, komm jetzt. Kauf dir ein Fahrrad, bist schneller zu Hause. Digga, holla, das war ein Prinz. Holla, das war ein Prinz. Wir haben dich einfach. Digga, bist du behindert, Digga? Wie fühlst du dich? Walla, ich hatte so einen geilen Moment gerade. Heftig, ne? Du hast. Bruder, was sagst du dazu? Bruder, tut mir leid, aber musste sein, weil du hast. Du hast mein Herz auseinandergenommen. Bruder, musste sein, du hast YouTube hochgenommen mit Mehmet, du hast ihn zerstört. Ja, Mann. Nee, jetzt haben wir dich zerstört. Junge, nicht mal eine Frau hat mein Herz so gebrochen, weißt du das? Heftig, ne? Ich dachte gerade, das wäre mein Auto, ne? Ist es vielleicht. Bayram, nein, aber jetzt ohne Witz, ne? Geh mal zum Markov, da kosten die 300 Euro Fahrräder. Damit bist du schnell zu Hause. Geh mal rein. Geh mal rein. Hallo, packen Sie mich nicht mal das Auto an. Hallo. Ey, das steht dir aber nicht online, ne? Nee, machen wir nicht. Deswegen habe ich die Kamera auf hier. Du stell dich das online, Junge. Du hast mich hochgenommen, Junge. Du hast mich nicht blamiert, Junge. Wie kann man da Menschen so blamieren, Junge? Heftig, ne? Aber was ich das sage, ich brauche jetzt Kamera weg.